So, hallo, wir haben 14 Uhr und ich heiße euch alle herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar. So meisterst du den Umstieg auf Google Analytics 4. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und heute mit dabei seid. Die meisten werden mich wahrscheinlich noch nicht kennen. Ich bin ganz neu bei der Yology, deswegen wollte ich mich auch einfach mal kurz vorstellen. Ich bin die Olga und unterstütze das Marketing-Team seit dem 1.6. Genau, also das heißt, wir werden uns wahrscheinlich auch in den nächsten Webinaren wiedersehen. Wir starten auch gleich nach ein paar organisatorischen Dingen, die ich kurz nennen wollte. Und zwar, unsere Webinare werden immer aufgezeichnet. Das heißt, ihr bekommt im Nachgang per E-Mail die Präsentation sowie die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr könnt euch das Webinar ganz einfach nochmal ansehen. Genau. Während dem Webinar könnt ihr gerne eure Fragen in die Chatbox oder in die Q&As stellen. Hierzu haben wir uns am Ende des Webinars einen Zeitslot eingeplant, wo wir die Fragen gemeinsam beantworten werden. Ja, natürlich habe ich mir heute Verstärkung dazu geholt. Einmal den Benjamin Führi und den Julian Meister. Die werden sich auch gleich nochmal selbst genauer vorstellen, die euch eben Insights zu dem Thema Google Analytics vorstellen werden. Und ich würde sagen, genug des Organisatorischen und ich übergebe mein Wort an die beiden Experten. Genau, dann starte ich direkt mal rein. Ja, mein Name ist Benjamin Führi. Ich bin seit ungefähr, ja, fast mehr als 2 Jahren so bei Eology. Bin im Bereich Paid Advertising tätig, betreue also Kunden in Google Ads, Microsoft Ads, Facebook Ads und so weiter. Und in dem Bereich eben auch stark den Fokus gelegt bekommen, auch auf Tracking, Analytics, da wir ja auch in der Kundenbetreuung ziemlich viel in Analytics reinschauen, ist auch das Thema für uns sehr wichtig, GA4. Genau, das ist auf jeden Fall von meiner Seite. Gut, dann mache ich mal weiter. Genau, bin Julian Meister, wie schon gesagt, bin witzigerweise auch ein bisschen mehr als 2 Jahre jetzt dabei. Wir haben fast zeitgleich angefangen, der Benny und ich damals. Haben auch unsere Bilder hier am gleichen Tag gemacht. Genau, bin im SEO-Bereich tätig bei der Yology, also Suchmaschinenoptimierung. Damit beschäftige ich mich so im täglichen Berufsalltag und muss da natürlich dann auch auf Google Analytics zurückgreifen, um da dann eben auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und deswegen haben wir uns da jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengetan, so die Tracking-Experten aus Paid Advertising und dann eben so der SEO-Bereich. Ich würde jetzt dann auch gleich mal reinstarten in die Präsentation. Hier mal so eine kleine Agenda, was wir heute alles besprechen wollen. Also zum einen eine Timeline und eben wichtige Daten bezüglich Google Analytics 4. Weil da hat sich jetzt ja doch ein bisschen was getan und da kamen jetzt ja vor ein paar Monaten nochmal neue Infos. Dann gehen wir in die Unterschiede zwischen Universal Analytics und Google Analytics 4 und gucken uns da an, ja, was ändert sich denn, was bleibt vielleicht auch gleich. Anschließend einen Quick Guide, wo wir euch eben wirklich direkt in Google Analytics 4 zeigen wollen, was es denn so gibt, also was es da Veränderungen gibt, was es vielleicht für coole neue Features gibt. Wir Google Analytics 4 bei euch migrieren können. Also so ein erstes kleines Setup zeigen wir euch. Und da gehen wir dann wirklich direkt mal in das Tool rein. Und abschließend dann noch die Migration auf Google Analytics 4, also wie ihr die bestmöglich umsetzen könnt, um da wirklich ja, das Maximum rauszuholen, weil das ist wirklich nicht gerade einfach. Da gibt es viel zu beachten und man muss da wirklich ein bisschen auch Brainpower reinstecken. Zunächst jetzt eben die Timeline mit den wichtigen Daten bezüglich Google Analytics 4. Das hat ja 2020 angefangen, also März 2020, um genau zu sein. Da wurde Google Analytics 4 eben offiziell vorgestellt von Google als eben der neue oder nächste Schritt in Analytics. Und da hat man irgendwie damit gerechnet, dass man noch so ein bisschen länger Zeit hat, sich an das neue Tool zu gewöhnen, weil eben auch viele Leute noch nicht ganz so glücklich waren oder immer noch nicht so glücklich sind, wie Google Analytics 4 eben aufgebaut ist und funktioniert. Dann März 2022, also 2 Jahre später, kam dann eben schon die Ankündigung von Google, dass Universal Analytics, was wir jetzt eben kennen und viele nutzen, eine Deadline bekommt. Also dass Universal Analytics bald nicht mehr verfügbar sein wird, man also gezwungen ist, dann auf das neue Google Analytics 4 umzusteigen. Die Deadline ist dann knapp ein Jahr später, also im Juli 2023.
ab da wird Universal Analytics keine neuen Daten mehr sammeln. Also bis dahin kann man seine alte Installation, seine Property noch wie gewohnt benutzen. Aber ab diesem Stichtag muss man dann eben auf Google Analytics 4 umsteigen oder sucht sich vielleicht eine Alternative. Dann eine kleine Besonderheit, wenn man Universal Analytics 360 benutzt, also das ist die Bezahlvariante, die kostet recht viel, deswegen werden nur relativ wenige, die wirklich benutzen und im Einsatz haben. Aber falls ihr dazu gehört, dann habt ihr sogar noch ein bisschen länger Zeit. Also dann ist nicht Juli 2023 der Stichtag, sondern Oktober 2023. Genau, und was dann eben als nächstes kommt, da hat Google aber noch nicht gesagt, wann das kommt, aber man kann sich relativ sicher sein, dass es dann vermutlich auch zeitnah passieren wird, dass dann eben der Zugriff auf die Property komplett wegfällt. Also dass man dann wirklich gar nichts mehr machen kann. Also dass die Universal Analytics dann endgültig beerdigt ist. Jetzt mal eine kleine Frage so zum Einstieg. Wer von euch hat sich denn schon mit Google Analytics 4 beschäftigt? Genau, ich blende euch jetzt gleich die Frage ein. Ihr solltet sie jetzt sehen und könnt abstimmen. Genau, ich sehe schon, es kommen einige Antworten rein. Ja, gibt doch schon so eine erste Tendenz. Ja, so knapp die Hälfte, ein bisschen mehr haben jetzt abgestimmt. Ich würde jetzt die Umfrage schließen und euch kurz die Ergebnisse freigeben. Julian, siehst du die Ergebnisse? Ja, ich kann es sehen, ja. Ja, es ist ja 62%, die sich schon so, ja, mal damit zumindest beschäftigt haben, auch wenn es im geringen Umfang ist, aber das ist ja schon mal etwas und das hilft euch auf jeden Fall auch jetzt hier im Webinar so ein bisschen besser mitzukommen und ich glaube, können euch trotzdem noch ein bisschen was Neues an die Hand geben. Und für die, die gesagt haben, nee, bisher noch gar nicht, natürlich optimal, also da könnt ihr heute ja richtig viel lernen. Und auch wer es schon aktiv im Einsatz hat, kann heute bestimmt noch so den einen oder anderen Kniff mitnehmen, bin ich mir sicher. Gut, ich schließe wieder die Umfrage. So, nächster Punkt ist dann eben erstmal die Unterschiede, weil da hat sich ja, wie gesagt, doch ein bisschen was getan. Und vor allem die technische Basis hat sich eben geändert. Also da gehen wir jetzt auch nochmal ein gutes Stück zurück. Alles angefangen hat mit Origin. Vielleicht für manche auch ganz interessant, die UTM-Parameter kommen eben davon, also sind die Origin Tracking Module, ist da die Abkürzung. Und das hat in den 90ern angefangen, also das war so auch ein Analytics-Tool. Das fand Google dann eben ganz cool und die haben Origin dann eben aufgekauft und übernommen. Und daraus ist dann eben Anfang der 2000er Google Analytics 1 entstanden, also die erste Version von Google Analytics. Anschließend hat Google ein paar Jahre später ein Update rausgebracht, eben für Google Analytics. Das war dann die Geburtsstunde von Universal Analytics, hatte die Überschrift Measure Everything, wo Google eben probiert hat, mit seinem Tool, mit Google Analytics eben wirklich alles und bestmöglich zu messen, was auf einer Website passiert, damit man eben als Marketer die optimalen Schlüsse daraus ziehen kann und wirklich auch gucken kann, wo kann ich optimieren, wo muss ich optimieren, was performt vielleicht gut. Der nächste große Schritt war dann eben GMP. Da kam dann das GTAG JavaScript und das hat eben erlaubt, dass Google Ads und auch andere Google-Plattformen eben kommunizieren können mit Google Analytics, also dass da dann Daten gesendet werden können. Das war dann praktisch so die richtige Integration von Google Ads in Google Analytics, was inzwischen ja auch wirklich richtig wichtig ist für viele Leute, weil man da eben auch nochmal ganz andere Werte rausziehen kann, als wenn man sich jetzt da nur Google Ads zum Beispiel anguckt und da die Werte oder die Daten sich ausliest. Anschließend hat Google, 2014 war das, Firebase gekauft und da dann eben eine Beta rausgebracht. Firebase, die waren damals recht groß im App-Tracking, also das war dann da so der große Trend, da hat Google entdeckt, ah okay, Apps, die werden richtig groß, die können wir mit Google Analytics momentan noch nicht wirklich erfassen. Firebase hingegen war da schon ein etabliertes Tool und da hat Google dann einfach, wie damals bei Origin, einfach die aufgekauft, die Technik bei sich integriert. Genau, und daraus entstand dann eben die Google Analytics App und Web Property auf Basis eben von Firebase und daraus ist dann eben letzten Endes auch Google Analytics 4 entstanden. Also Firebase ist jetzt die neue Basis, das ist jetzt nicht mehr Origin und daraus ist jetzt eben Google Analytics 4 gewachsen.
jetzt mal direkt in der Gegenüberstellung, was so Unterschiede sind zwischen Universal Analytics und Google Analytics 4. Wie gesagt, da gibt es schon einige Änderungen. Die vermutlich größte ist eben, dass in Universal Analytics wurden Sitzungen getrackt mit Page Views und Events. Also das war da so die technische Basis und was getrackt wurde. Bei Google Analytics 4 ist es anders. Da machen Nutzer Ereignisse. Also da wird nicht Sitzungen mit Page Views und Event gemessen, sondern wirklich konkrete Ereignisse. Und es gibt da auch Standardereignisse in den Data Streams, die sind immer mit dabei. Und zusätzlich kann man dann eben auch recht einfach neue Ereignisse anlegen, die einen eben interessieren, um da eben seine Datenbasis bestmöglich zu erweitern. Bei der Attribution gibt es auch einen Unterschied. In Universal Analytics war das immer Last Click. Da hat dann also der Kanal zum Beispiel, der als letztes geklickt wurde und über den dann die Conversion entstand, der hat den Zuspruch gekriegt, die Conversion gemacht zu haben. Da ist bei Google Analytics 4 auch ein bisschen mehr Freiraum gegeben. Und standardmäßig ist dort eben die datengetriebene Attribution eingestellt. Also sprich, da ist schon das erste Mal dieses maschinelle Lernen, was Google eben bei Google Analytics 4 auch extrem pusht und nach vorne bringt, dass da eben Google sagt, okay, Last Click ist vielleicht nicht optimal als Attribution, deswegen nehmen wir da eben das Machine Learning und gucken eben, dass wir die richtige Attribution oder die Attribution besser gesagt besser verteilen über die Kanäle hinweg. Zusätzlich kann man die aber dann auch noch einstellen. Also wenn man sagt, okay, das Datengetriebene ist mir jetzt noch ein bisschen zu unsicher, das ist ein bisschen zu neu. Ich hätte gerne wieder Last Click, dann kann man das auch machen. Man kann aber auch sagen First Click oder man kann auch sagen, ich möchte, dass die Attribution linear verteilt ist. Also da hat man dann viel mehr Freiheiten, um die Daten wirklich so zu modellieren, wie sie für einen eben am besten passen. Was Universal Analytics momentan noch besser macht, das sind detaillierte Filter, die man zur Verfügung hat. Also man kann wirklich seine Daten so filtern, dass man genau das sieht, was man gerade sehen möchte und braucht. Da ist in Google Analytics momentan noch so ein bisschen schwierig. Also man kann da schon auch filtern, ist aber ein bisschen tricky. Also man geht da meistens über Vergleiche oder man muss eine Zielgruppe erstellen. Aber Google Analytics 4 entwickelt sich ja auch noch. Also da kommen auch immer wieder neue Sachen hinzu. Also ich glaube, das ist auch jetzt mehr so eine temporäre Sache. Und man findet eigentlich oder man kann sich alles so konfigurieren, dass man alles findet. Also das ist jetzt wirklich nur eine gewisse Umstellung. Und wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat, dann vermisst man die Filter auch gar nicht. Der vierte Punkt ist die IP-Anonymisierung. Die muss man bei Universal Analytics extra aktivieren. Die ist bei Google Analytics 4 standardmäßig gegeben. Also da muss man nichts weiter einstellen. Die ist von Anfang an drin. Da hat man da dann schon mal, was den Datenschutz angeht, zumindest so ein bisschen was gemacht, was man bei Universal Analytics eben erst noch so diesen extra Schritt gehen musste, um das zu aktivieren. Dann, was Google Analytics 4 besser macht als Universal Analytics, sind die detaillierten Echtzeitberichte. Also bei Google Analytics 4 kann man wirklich in der Echtzeit relativ viel sehen. Man kann da konkret sehen, was die Nutzer machen, wo sie klicken, welche Ereignisse sie gerade ausgelöst haben, woher sie kommen. Also das ist wirklich viel detaillierter und bietet einem viel mehr Futter für weitere Analysen. Da war Universal Analytics, da wurde das ja mit reingebracht, aber da war das eben mehr so, ja, wir probieren es mal experimentell. Und bei Google Analytics 4 wurde das jetzt eben nochmal deutlich erweitert. Ja, der größte Punkt vermutlich für viele ist, dass Google Analytics 4 sich nach wie vor in Entwicklung befindet. Also da tut sich ständig was. Das ist fast jede Woche, dass das sich irgendeine Kleinigkeit ändert. Und selbst wenn es irgendwie nur ein Begriff ist, der jetzt einen anderen Namen hat, aber da bewegt sich momentan noch relativ viel. Also das ist wirklich konstant in Bewegung. Kann man auch positiv sehen und sagen, okay, das wird permanent verbessert und es wird immer besser und besser. Aber an sich kann es eben auch sein, und das passiert auch hin und wieder, dass da eben auch Fehler rein programmiert werden oder eben Bugs entstehen oder mal Daten irgendwie fehlen. Ist halt ein bisschen, ja, muss man ein bisschen Nerven haben momentan noch. Und da ist Universal Analytics eben deutlich erprobter und stabiler. Da weiß man, woran man ist, das läuft, da hat man, was man hat. Und Google Analytics 4, das ist halt noch ein bisschen im Wandel. Was ich ganz cool finde auch, ist die Visualisierung. Die war bei Universal Analytics ja so ein bisschen rudimentär, die war zwar irgendwie da, aber so richtig viel gemacht hat man damit jetzt auch meistens nicht. Und da hat man in Google Analytics 4 jetzt deutlich mehr Optionen. Und man kann da wirklich schöne Visualisierungen sich erstellen, wo man auch wirklich gut sehen kann, okay, hier kann ich vielleicht noch was optimieren oder das läuft noch nicht so gut. Also das ist wirklich interessant
Da kann man sich wirklich schön reinfuchsen und da coole neue Berichte eben erstellen, die einem wirklich weiterhelfen. Jetzt auch noch zum Vergleich eben der Aufbau der Messlogik. Links eben Universal Analytics, da haben wir den Nutzer, der geht auf die Seite und erstellt eben eine Sitzung. Und aus der Sitzung entstehen dann eben Page View Hit, das ist standardmäßig drin, das ist eben, dass die Seite aufgerufen wurde. Und möchte man mehr Events tracken, dann muss man da eben Einstellungen vornehmen, jetzt im Google Tag Manager zum Beispiel. Also man muss, wenn man mehr als nur diesen Page View Hit haben will, muss man da schon Arbeit reinstecken. Und da ist Google Analytics 4 eben anders. Da hat der Nutzer eben, ja, was heißt hat, der macht Ereignisse, wie vorhin schon gesagt. Das ist so das größte oder der massivste Unterschied. Also das, wenn ihr euch merkt, dann habt ihr euch schon das Wichtigste eigentlich gemerkt, dass in Universal Analytics eben Sitzungen die größte Rolle spielen und bei Google Analytics 4 ist der Nutzer im Fokus und Nutzer machen Ereignisse. Und dann gibt es eben die Standardereignisse, die immer mit dabei sind. Das ist zum einen Pageview, also das ist praktisch genau das gleiche wie bei Universal Analytics. Dann Scroll, das ist ganz cool, dass das von Anfang an mitgetrackt wird, dass eben wenn Nutzer auf der Seite scrollen, dann wird das hier eben gleich automatisch mitgenommen. Wenn Nutzer ein Video abspielt, also wenn auf eurer Seite Videos eingebunden sind und Nutzer klickt auf der Video, dann auf ein Video, dann löst ihr das Ereignis Video aus. Also das könnt ihr auch standardmäßig sofort sehen, ohne dass ihr was weiteres einbinden müsst. Wenn Nutzer auf externe Links klicken, das wird ebenfalls getrackt. Ebenso wie die Suche. Das fand ich ganz cool, dass man da nicht erst irgendwas konfigurieren muss, sondern dass bei Google Analytics 4 standardmäßig die Suche als Ereignis mitgetrackt wird. Das Einzige, was ihr machen müsstet, bei euch gucken, wenn ihr die Suche mal bei euch auf der Seite aufruft, wie das Parameter aussieht in der URL. Weil da hat Google 4 Standardparameter hinterlegt, die meisten Seiten nutzen. Also in der Regel seid ihr da eigentlich schon auf der sicheren Seite, aber trotzdem würde ich vielleicht nochmal nachgucken, nicht, dass ihr vielleicht doch irgendeinen Parameter verwendet, der jetzt über den normalen Standard hinausgeht und den dann dort eben einreicht. Aber die Suche wird standardmäßig eben mitgetrackt und natürlich auch Downloads. Also wenn jemand auf eurer Seite, wenn ihr da PDFs habt, jetzt für Anleitungen zum Beispiel, dann wird das auch ein Ereignis auslösen, wenn da ein Nutzer draufklickt und dann seht ihr das auch in Analytics. So, in Universal Analytics gab es natürlich auch Ereignisse, die waren aber komplett anders aufgebaut. Da hatte man eine Ereigniskategorie, eine Ereignisaktion, ein Ereignislabel, einen Ereigniswert und dann noch eine benutzerdefinierte Definition. Also da musste man oder da hatte man eben viel mehr. Also Ereigniskategorie war zum Beispiel Video, wenn man jetzt, wie gerade gesagt, ein Video tracken will, was auf der eigenen Seite eingebunden ist. Und Ereignisaktion war dann eben Play, dass Nutzer auf Play gedrückt hat. Ereignislabel war dann vielleicht die abgespielte Zeit und also, dass man die wissen wollte und Ereigniswert ist dann eben die Dauer. Bei Google Analytics 4 hingegen ist es eben anders. Man hat da einfach nur den Ereignisnamen und kann da ganz viele Parameter hinterlegen. Also 20 Parameter kann man da angeben, die man eben mit tracken will bei diesem Ereignis. So kann man zum Beispiel das Ereignis Scrolltiefe sich ausgeben lassen. Also das nennt man dann einfach Scrolltiefe und schreibt dann einfach bei den Parametern rein, okay, ich möchte 25%, 50%, 75% von der Scrolltiefe eben tracken. Und je nachdem, wie weit der Nutzer scrollt, wird dann eben das Event für 25% oder 50% ausgelöst. Und da kann man eben ein bisschen freier noch die Ereignisse definieren und hat dann noch ein bisschen mehr Optionen. Gibt natürlich auch Standard-Event-Parameter, also das sind die Parameter, die immer mitgegeben werden bei jedem Event, bei jedem Ereignis. Das müsst ihr nicht extra anlegen, also das sind dann eben so Standardsachen. Also wenn ein Ereignis ausgelöst wird, zum Beispiel Scroll, dann wird mitgetrackt, welche Sprache hatte der Nutzer bzw. der Browser, auf welcher URL ist das passiert, das ist natürlich wichtig. Dann der Verweis, von wo kam der Nutzer, den Titel der Seite und die Bildschirmauflösung. Also das sind Standard-Event-Parameter, die sind immer dabei und da ist eigentlich alles mit abgedeckt, was man so, glaube ich, für die Analyse im ersten Schritt eigentlich braucht. Also vor allem URL und Verweis ist ziemlich wichtig und Titel auch. Also da ist dann auch kein Bedarf, dass ihr da nochmal extra Event-Parameter hinterlegen müsst, was denn alles dann mitgetrackt werden soll bei dem Ereignis, sondern das ist da standardmäßig dann auch schon mit dabei.
hier nochmal so ein bisschen aufgelistet, ein paar Vorteile eben von Google Analytics 4, weil wir uns jetzt gerade so mit den Unterschieden beschäftigt haben, was so Vorteile sein könnten, Nachteile sein könnten, was Universal Analytics anders macht, aber was definitiv meiner Meinung nach Vorteile sind von Google Analytics 4, sind eben die Data Streams, wie gerade gesagt. Das war eben ja Page View, Scroll, Video, Downloads, dass man da eben von Anfang an schon richtig viele Daten tracken kann. Dann die Visualisierung, die eben deutlich besser und fortgeschrittener ist und sich da eben viel mehr und viel detailliertere Analysen anfertigen lassen. Machine Learning spielt eine immer größer werdende Rolle und funktioniert auch schon relativ gut, dass Google Analytics 4 einem zum Beispiel schon Empfehlungen geben oder was es Empfehlungen geben kann, aber durch Machine Learning eben sagen kann, dass meinetwegen konkret im Raum Köln waren es diese Woche 40% weniger Nutzer. Und dann kann man sich das angucken, wenn man möchte. Also dass Machine Learning einen schon so Hinweise gibt und irgendwie probiert, die Daten zu analysieren und da Anomalien eben festzustellen. Cookie-less Tracking wird in Zukunft vermutlich auch ein ziemlich großer Vorteil werden bei Google Analytics 4, ebenso wie eben die Modellierung. Und BigQuery ist auch ein großer Vorteil, dass man eben Rohdaten in BigQuery speichern kann und da dann eben auch nochmal neu auswerten kann. Also vor allem, wenn man Data Analysts im Unternehmen hat, die freuen sich immer, wenn sie Rohdaten haben und die dann eben über BigQuery dann auswerten können. So, jetzt kommen wir dann auch schon zum Quick Guide, wo wir euch eben mal kurz direkt in der Property in Google Analytics 4 zeigen, was es denn so zu beachten gibt. Aber zunächst nochmal eine kurze Frage. Wie ist denn euer Know-how bezüglich Google Analytics 4? Genau, ich blende euch jetzt gleich die Frage auch ein. Dann könnt ihr abstimmen. Ihr solltet sie jetzt sehen. Wird auch schon fleißig abgestimmt. Kann ich auch abstimmen? Nee. Ich habe es ein bisschen durchmischt als bei der ersten Umfrage. Ja. Aber es gibt doch noch ganz viele, die ja noch wenig Know-how oder bisher kein Know-how haben. Deswegen ist es ganz gut, den nächsten Teil mal direkt live zu machen. Ich würde dann auch direkt mal den Bildschirm übernehmen, soweit Olga die Umfrage. Genau, ich wollte jetzt noch kurz die Ergebnisse einblenden. Ihr wart ein bisschen schnell. Genau, damit die Teilnehmer das auch noch gesehen haben. Genau, du kannst. Alright, ich übernehme den Bildschirm. Ah, da ist jetzt ein bisschen negativer als noch am Anfang, finde ich. Also schon einige, die sich schwer tun. Genau, aber deswegen ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt einfach mehr zeigen. Genau, meine Kamera ist an, perfekt. Ich habe hier mal so eine kleine Testumgebung gebaut. Nicht wundern, kommen keine Daten rein. Das ist jetzt noch eine ganz standardmäßige Universal Analytics Property. Und da ja am Anfang in der ersten Frage noch so viele gesagt haben, dass sie sich überhaupt noch nicht mit Google Analytics 4 beschäftigt haben und es auch dementsprechend noch nicht implementiert haben, ist es ganz gut, dass wir das mal live zeigen, euch mal durch die Schritte führen. Genau, also ich bin jetzt hier in der ganz normalen UA-Property und die ersten Steps mehr oder weniger werden hier in der Verwaltung, ihr seht es direkt schon hier in der Mitte, gibt es auch einen Assistenten direkt zum Einrichten einer GA4-Property. Im Prinzip habt ihr, wenn ihr schon eine UA-Property habt, könnt ihr quasi ein Upgrade machen, eure UA-Property bleibt erhalten und ihr übernehmt quasi so Standardeinstellungen aus der Universal Analytics Property in GA4 direkt. Das heißt sowas wie Land, Unternehmensbranche und Währung und solche Geschichten. Also die standardmäßigsten Einstellungen, die man in der Property vornehmen kann. Wenn ihr jetzt noch gar nichts habt und quasi eine GA4 Property einfach anlegt, dann müsst ihr das logischerweise noch vorher einstellen. Ist aber nicht so wild. Ich starte direkt mal hier durch. Wenn ihr schon eine habt, könnt ihr die direkt verbinden. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr jetzt noch nichts habt, also keine GA4-Property, wie ich jetzt in dem Fall, weil ich komplett von neu angefangen habe, geht ihr hier auf jetzt starten, macht diese Einstellungen. Das ist nicht so dramatisch. Genau, ihr seht hier jetzt, das ist die Ansicht und ihr seht hier unten, das war vorhin das Feld, ob eine Property schon verknüpft ist und die ist jetzt quasi mit meiner Universal Analytics Property verknüpft, beziehungsweise ich bin ja noch hier drin und habe jetzt hier eine neue Test-Property, die sich GA4 nennt
und kann die auch hierüber direkt aufrufen. Also dieser Google Assistant ist mehr oder weniger so eine Art Checkliste, die ihr bekommt für die Einrichtung von GA4 anhand einer Universal Analytics Property. Genau, so sieht das Ganze dann in GA4 aus, wenn ich jetzt hier drin bin. Habe hier diesen Einrichtungsassistenten, den ihr aber wirklich nur als Art Checkliste benutzen solltet. Also ihr solltet nicht stumpfsinnig alles einstellen, so wie es hier gewünscht ist, sondern wirklich mit Plan vorgehen, sondern den hier wirklich als Checkliste benutzen. Hier sehe ich dann ganz als ersten Schritt, ich habe logischerweise noch keine Datenerfassung gestartet, also es fließen keine Daten rein. Dann gibt es ein paar Standardeinstellungen, die ich vornehmen kann und dann so als Zusatzoption gibt es hier noch ein paar Sachen, wie verknüpfte Kunden zum Beispiel mit Google Ads oder halt, ob ich Daten importieren will, User-ID, also fortgeschrittene Sachen oder auch die aktuell noch kostenfreie Verknüpfung mit BigQuery in GA4. Genau, soviel zum Basis-Setup und diesem Einrichtungsassistenten. Zum Start des Ganzen, um wirklich Daten in das Ganze reinzubekommen, muss ich hier halt so einen Datastream anlegen. Hier besteht jetzt schon einer. Ich mache aber trotzdem mal einen neuen. Ich habe vorhin schon einen erstellt, der ist hier wahrscheinlich noch drin. Ich mache einfach mal einen komplett neuen. Nenne den einfach mal irgendwie irgendeine Seite, die ich mir gerade ausgedacht habe, ist vollkommen egal eigentlich. Streamname kann ich auch einfach Test.io nennen in GA4 und Web. Und wie ihr vorhin schon gesehen habt, habt ihr drei Möglichkeiten. Das ist auch ein ziemlich cooles Feature jetzt von GA4, weil das ja auch auf dem Firebase basiert. Ihr könnt auch iOS und Android Apps als Data Streams hier direkt anlegen. Wir starten jetzt mal hier mit dem klassischen, dem Web Data Stream. Ihr seht hier direkt die erste Option mit diesen Standardereignissen, die Julian vorhin erwähnt hat, also angefangen mit Pageview, Seitenaufruf, Scroll, Klicks und den drei mehr, die werden hier standardmäßig erfasst. Hier kann ich noch selektieren, zum Beispiel, ob ich die überhaupt haben möchte, aber ich persönlich würde die am Anfang sowieso mitnehmen, weil es Ereignisse sind, die ja sehr standardmäßig sind und sehr stark so im Vergleich so zu Universal Analytics from the scratch mehr oder weniger. Und wir sehen auch noch später eine coole Option, wie ihr euch aus diesen standardmäßigen Ereignissen noch weitere Ereignisse on top setzen kann. Hier kann ich die, wie gesagt, anhaken. Jetzt bei der Websuche gibt es hier eine Besonderheit, und zwar das, was Julian auch vorhin erwähnt hat, die Parameter, die an den URLs hängen. Also hier seht ihr, es sind ein paar standardmäßige drin, die interne Suche auf eurer Seite angeben. Also normalerweise ist es ja sowas wie Q oder Search oder Query. Die werden hier direkt mit abgedeckt. Wenn ihr was anderes benutzt, dann müsst ihr logischerweise das hier angeben oder ihr könnt auch zusätzliche Parameter angeben, wenn ihr zusätzliche Parameter in der Suche übergebt. Genau, dann speichern wir das Ganze und erstellen den Stream. Genau, dann kommen wir zu dieser Ansicht. Hier habt ihr oben den Namen, die URL, eine ID, die dieser Stream bekommt und die Mess-ID, die wird später nochmal interessant. Und um das Ganze jetzt zu implementieren, habe ich mehr oder weniger zwei Optionen. Ich kann entweder, wenn ich mein Universal Analytics über den G-Tag eingebunden habe oder den G-Tag benutzen will, dann kann ich diesen G-Tag benutzen und den damit verknüpfen. Der erscheint dann hier unten bei den verbundenen Side-Tags. Was wir aber empfehlen würden, ist immer eigentlich, weil es die cleanere und schönere und übersichtlichere Lösung ist, ist immer den Google Tag Manager zu verwenden. So, hier müsste ich ja dann ein neues Tag auf die Seitenebene hinzufügen. Oder wenn schon eins besteht, kann ich es hierüber verknüpfen, zum Beispiel. Würde ich aber, wie gesagt, alles über den Tag Manager machen. Und ja, ich zeige euch auch, glaube ich, nochmal ganz kurz, wie man das macht. Das ist ein relativ easy Step. Deswegen springe ich mal rüber. Wie kriege ich denn dieses Ding hier weg? So, Bildschirm kleiner ziehen, Moment. Genau. Springe hier mal in eine standardmäßige Test Property. Und dann der Test-Container in Google Tag Manager. Und das Einzige, was wir hier an der Stelle machen müssen, um das Ganze jetzt zu implementieren auf unserer Webseite, ist einfach nur einen Tag zu erstellen mit GA4. Das ist ein Basistag, ähnlich wie bei UA. Hier gibt es aber eine kleine Besonderheit bzw. einen kleinen Unterschied zum normalen Universal Analytics. Ihr seht es hier schon
Bei Universal Analytics war das ein Tag-Typ, hier für GA4 gibt es jetzt im Prinzip zwei, einmal für die Ereignisse, die ich später anlegen will und einmal für die Konfiguration. Und die Konfiguration bedeutet eben, dass das ist quasi das neue Basis-Tag. Und hier würden wir dann einfach unsere ganz normale Mess-ID eingeben, die ich hier nochmal kurz aufrufe. Genau, hier könnt ihr auch direkt copy und pasten und dann im Google Tag Manager hier bei MessID eingeben und das Ganze dann speichern. Trigger muss ich logischerweise noch auswählen, das ist der ganz normale All Pages Trigger, wie auch beim normalen Universal Analytics. Und das war jetzt mehr oder weniger der Schritt, wie ich das technisch gesehen auf die Seite bekomme. Ihr seht, ich habe jetzt auch keine weiteren Einstellungen vorgenommen, wie jetzt zum Beispiel bei Universal Analytics hier dieses Anonymize IP. Das ist ja standardmäßig drin. Das heißt, hier muss ich auch nichts weiter beachten an der Stelle. Und das wäre jetzt theoretisch drin, wenn ich das veröffentlichen würde und live auf meiner Webseite. Genau, ich zeige jetzt euch noch, bevor Julian dann tiefer reinsteigt in das Thema und euch ein paar mehr Berichte und wie das Ganze aufgebaut ist, zeigt, gehe ich euch nochmal ein paar weitere Informationen, was ihr jetzt bezüglich Administration und dergleichen noch einstellen könnt. Und zwar habt ihr unten noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt zum Beispiel diese verbundenen Tags, das ist der G-Tag, den wir ja hier nicht benutzen, weil wir den Tag-Manager haben. Das ist hier nicht wichtig. Dann haben wir hier noch Ereignisse zum Beispiel. Hier können wir sagen, das ist ziemlich cool an GA4, weil GA4 bietet ein sehr flexibles Setup vom Start an. In Universal Analytics war das Ganze sehr statisch, weil halt alles auf diesen Page-Views basiert hat und Ereignisse quasi immer manuell reingefügt werden mussten. Jetzt habe ich hier ein Standard-Set von Ereignissen, die einfließen und kann die jetzt eben auch bearbeiten und sogar neue Ereignisse basierend auf den Standardereignissen von Google aufsetzen. Hier kann ich an der Stelle sagen, ich will ein Ereignis ändern. Also ich will jetzt nicht die Google-Nomenklatur benutzen für einen Page-View oder für einen Scroll, sondern kann hier sagen, der Eventname ist das. Ich kann hier zum Beispiel etwas eingeben, wie den Scroll, wie er standardmäßig heißt und kann ihn halt ändern in etwas, was ich für mein Unternehmen anders definiert habe an der Stelle. Dann gibt es hier noch die weitere Einstellung. Ich kann basierend auf den Standardereignissen, die Google ja angibt, diese 6 Stück, kann ich neue Ereignisse erstellen. Das funktioniert auch nach dem Schema. Ich nehme hier Eventnamen. Zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Seite also einen Seitenaufruf für eine Dankeseite für ein Newsletter oder sowas, kann ich hier hierüber direkt anlegen, indem ich sage, der Eventname ist quasi eine Page-View. Und dann habe ich hier noch eine Bedingung, die sich nennt zum Beispiel die Page Location. Das ist quasi die URL. Neuerdings, die heißt ein bisschen anders jetzt. Und kann hier jetzt sagen, das wäre dann die Dankesseite, also /Newsletter. Danke oder sowas. Also je nachdem, wenn ihr sowas habt und direkt konfigurieren könnt, kann man hier neue Ereignisse on top setzen, kann hier dem ganzen Namen geben. Und hier sogar direkt anhand der Standardereignisse neue Ereignisse konfigurieren. Genau, so viel dazu. Jetzt schließt sich mein Fenster nicht. Wir haben jetzt wieder bei, ist noch in der Entwicklung. Genau, jetzt. ich starte hier nochmal von vorne durch. Genau, das waren so die zwei Einstellungen, die man ereignisseitig hier vornehmen kann. Dann gibt es hier noch weitere Tagging-Einstellungen. Zum Beispiel hier, das werden viele aus Universal Analytics kennen. So die Domains, die verknüpft werden, also da zum Beispiel eine Subdomain, die ich verknüpfe, also Cross-Domain-Tracking kann ich hier drüber definieren. Wenn ich jetzt meine Standardseite habe, habe aber auch noch eine Subdomain oder eine weitere Domain, die ich mit in dieser selben Property tracken will. Logischerweise muss der Tag dort auch verbaut sein.
kann ich das jetzt hier mehr oder weniger einstellen. Mit eben Domain enthält, beginnt und so weiter und kann die dann hier zum Beispiel Subdomain für die Testseite, kann ich die halt einstellen und die wird dann direkt mitgenommen und dann hatte ich das Cross-Domain-Tracking, wie wir es aus Universal Analytics kennen, auch hier konfiguriert. Standardmäßig bietet GA4 zum Start so eine kleine Option dafür, wie man internen Traffic ausschließen kann. Der ist aber noch sehr, sehr rudimentär. Also ich kann das hier an der Stelle vornehmen. Funktioniert aber auch sehr, sehr basic, sage ich jetzt mal, über einfach nur einen Ausschluss von IP-Adressen. Wenn ich jetzt sage, hier, das ist internen Traffic, will ich ausschließen, kann dem einen Traffic-Typ-Wert vergeben, internal, macht ja dann Sinn, das sehe ich dann alles in den Parametern der Nutzer, wird dann alles in den Berichten ausgewiesen und hier kann ich halt eine Range von IP-Adressen hinterlegen, um internen Traffic auszufiltern, funktioniert aktuell wegen Homeoffice logischerweise nicht hundertprozentig gut und ist auch eine sehr rudimentäre Möglichkeit, internen Traffic rauszufiltern, aber nur damit ihr es mal gesehen habt, wäre das hier die Möglichkeit. Genau, viele kennen ja aus Universal Analytics die Verweisausschlussliste, die ist ein bisschen versteckt, die ist nämlich auch an dieser Stelle. Hier kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Shopbetreiber bin und will halt keine Verweise von PayPal oder sowas auf meine Seite bekommen, dass dann die ganzen Conversion-Werte in PayPal und sowas und den ganzen Zahlungsanbietern zugewiesen werden, kann ich die hier auch an der Stelle hinterlegen, mit Verweisdomain enthält und so weiter und kann hier dann auch eben sagen, paypal.com will ich ausschließen. Man kann das Ganze dann speichern. Genau, eine Sache, die es hier auch noch gibt, die ich aber nicht anrühren würde im Standard. Man kann hier noch seine Sitzungen ein Stück weit konfigurieren. Also im Universal Analytics ging das nicht. Hier kann ich jetzt mehr oder weniger sagen, ja, eine Sitzung ist nicht nur 30 Minuten, also nach 30 Minuten hört die Sitzung auf, gezählt zu werden, sondern bricht ab, sondern ich kann sagen, eine Sitzung dauert bei mir, wenn ein Nutzer inaktiv wird, keine Ahnung, 4 Stunden, 50 Minuten. Ist natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, außer ihr habt irgendwie triftige Gründe dafür. Ansonsten würde ich das hier an der Stelle nicht einstellen. Genauso wenig wie ab wann eine Sitzung als Sitzung mit Interaktion gezählt werden soll. Nämlich nach 10 Sekunden ist hier der Standard. Könnte ich theoretisch bis auf 60 Sekunden hochstellen, dass erst nach 60 Sekunden quasi eine Sitzung mit Interaktion ist. Aber ohne triftigen Grund würde ich hier nicht keine Einstellungen vornehmen. Dann kann ich hier noch diese kleine Checkbox anhaken, ob ich die ganzen Ereignisse, die Universal Analytics trackt, auch mal mit in die Berichte übernehmen will. Aber das würde ich an der Stelle erstmal nicht machen, glaube ich, sondern da wirklich mit Plan vorgehen, wie wir später noch sehen werden. Genau, ich weiß nicht, Julian, willst du dann direkt übernehmen? Jo, dann übernehme ich jetzt wieder. So, müsstet jetzt meinen Bildschirm sehen können. Genau, ich will euch jetzt mal kurz ein bisschen schneller zeigen, was sich dann so geändert hat, beziehungsweise wie Google Analytics 4 denn so aussieht. Also man hat hier links jetzt eben 4 Reiter, 5 Reiter, Startseite, Berichte, Erkunden, Werbung und Konfigurieren. Startseite, das bietet einem einfach so einen richtig erstmal groben Überblick. Falls es euch interessiert, das könnt ihr euch auch selber mal angucken. Ich bin hier in Demo-Account, also im Google Merchandise Store. Also Google gibt einem hier die Daten aus ihrem Merchandise Store, stellt Google jedem zur Verfügung, den es interessiert, der sich dann hier selber mal durchklicken will. Ist zum Üben ganz cool, weil hier halt richtig viele Daten vorhanden sind zum einen und man sich zum anderen auch so ein bisschen angucken kann, wie konfiguriert denn Google sein Google Analytics 4. Aber um jetzt hier zurückzukommen, Startseite bietet einem eben erstmal so einen Überblick. Und hier unten sind dann auch schon mal Statistiken, die eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Machine Learning so ein bisschen probieren, schon mal umzusetzen. Und einem hier zum Beispiel sagen, was sagt die jetzt? Zahl der Nutzer aus der Quelle Google und Medium Organic um 52,23% weniger gesunken als erwartet. Also irgendwie hat
Google Analytics 4 erwartet, dass das irgendwie schlimmer sinkt und ist es dann irgendwie doch nicht. Und hier hat man dann eben erstmal so ein paar ganz interessante Insights manchmal. Manchmal sind sie mehr hilfreich, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich finde es irgendwie schon ganz interessant, in welche Richtung es eben geht, dass eben Google bzw. die Maschine, der Algorithmus, bei der Auswertung auch so ein bisschen unter die Arme greift und einem vielleicht auch auf Sachen aufmerksam machen kann, an die man jetzt so vielleicht im ersten Moment gar nicht gedacht hätte. Von der Startseite geht es dann eben in die Berichte und hier hat man dann eben so ein, nochmal so ein Extra-Menü. Also man hat hier links die Oberpunkte und dann, wenn man auf Berichte geht, fächert sich das dann nochmal auf. Und das kommt einem jetzt, wenn man in Universal Analytics unterwegs war, schon so ein bisschen bekannter vor. Man hat hier einen Bericht-Snapshot, ähnlich wie die Startseite, bietet einem erstmal so einen groben Überblick über sämtliche interessante, relevante Daten. Und von hier kann man sich dann auch weiter reinklicken in die Analysen. Also wenn einen jetzt hier die Echtzeit interessiert, dann kann man sich hier reinklicken in die Echtzeit. Oder wenn man die Daten zur Nutzergewinnung möchte, dann kann man sich hier weiter reinklicken. Echtzeit, wie vorhin erwähnt, ist hier wirklich sehr detailliert und bietet einem wirklich ziemlich viele Daten auf einen Blick. Und da ist Google Analytics 4 eben, Universal Analytics ganz weit voraus. Also das hier ist wirklich komplett überarbeitet worden. Und hier kann man dann eben auch sich in gewisse Ereignisse reinklicken, wenn es einen interessiert. Jetzt hier zum Beispiel Scroll. Dann kann man sich ja auch sämtliche Sachen eben ausgeben lassen. Also das sind jetzt hier eben die Ereignisparameter, die hinter dem Ereignis Scroll liegen. Und hier kann man dann eben auch, wenn einem die Echtzeit wirklich interessiert oder auch fürs Debugging, wenn man testen will, ob alles so getrackt wird, wie man möchte, dann kann man das hier sehr gut mit dem Echtzeitbericht eben machen. Dann gibt es noch Akquisition, Engagement und Monetarisierung. Begriffe sind teilweise noch ein bisschen komisch gewählt, finde ich. Also Monetarisierung ist dann hier eben E-Commerce-Bereich. Engagement ist dann eben alles, wie man Nutzer akquiriert, beziehungsweise wie die Nutzer interagieren mit einem, und Akquisition ist, wie man eben Nutzer akquirieren kann. Dann im Erkunden-Tab sind eben diese explorativen Datenanalysen, wo man eben sich seine Daten also auch hier schön visuell aufbereiten kann. Das ist zum Beispiel das, was ich jetzt bei Google Analytics 4 ganz cool finde. Also man kann hier zum Beispiel in die explorative Pfadanalyse mal reingehen. Die kennt man so in etwa schon auch aus Universal Analytics, also dass man hier eben sehen kann, wo haben Nutzer denn angefangen, wo haben sie sich denn hingeklickt, wie ging es denn weiter. Und wenn ich jetzt hier auf Neustarten klicke, das finde ich nämlich ziemlich interessant, dann kann man hier den Endpunkt eben festlegen. Also man muss nicht wie jetzt in Universal Analytics vom Anfang angehen und klickt sich dann so durch, ja, wo sind sie denn gelandet, sondern man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen und sagen, okay, das hier ist mein Endpunkt und ich möchte wissen, von wo kamen denn die Leute? Und da kann man sich dann eben auch, wenn man sich jetzt hier irgendwas raussucht, also zum Beispiel jetzt im Merchandise-Store interessiert mich bei, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Drinkware, also die Kategorie vermutlich Flaschen. Und wo kommen denn die Leute? Also der Großteil kommt eben von der Startseite, klickt sich dann zur Kategorie durch, aber einige sind auch, oder viele sind bei Taschen und landen dann von den Taschen bei den Flaschen. Und das finde ich ganz interessant, da kann man dann wirklich so das noch besser nachvollziehen und eben von hinten das aufbauen und gucken, okay, mich interessiert jetzt konkret die eine Kategorie, wie kommen denn die Nutzer von wo? Und das kann man dann hier eben recht schön visuell sich aufbereiten lassen. Gibt, wie ihr gerade gesehen habt, hier auch noch ganz viele andere. Also es gibt freies Format, das ist dann eine Tabelle, eine explorative Trichteranalyse, Segmentüberschneidungen, Kohortenanalyse und Nutzer-Lifetime. Also hier kann man sich wirklich richtig austoben mit Analysen und die eben visuell schön aufbereiten. Dann der Punkt Werbung beginnt auch wieder mit einem Snapshot, wo man so einen ersten Überblick hat über alles. Hier finde ich persönlich wieder die Visualisierung ganz cool bei Conversion-Pfade oder Konversionspfade, weil man hier eben konkret sich angucken kann, wie sind denn so die Touchpoints, wie kommen Nutzer denn auf meine Seite. Das sieht jetzt hier im Merchandise-Store ein bisschen langweilig aus, also das geht auch wilder, vielleicht wenn ich mal das Datum ein bisschen weiter wegwähle. Jetzt, weil...
weil hier kann man nämlich auch sehen, dass Nutzer zum Beispiel zweimal überorganisch auf die Seite kamen, dann noch einmal direct, dann über den E-Mail-Newsletter und dann erst über den achten Touchpoint, nochmal organisch und dann haben sie erst gekauft. Also das kann man hier sich wirklich schön ausgeben lassen. Und hier oben dann auch die Attribution eben ein bisschen manipulieren. Also das ist jetzt dieses datengetriebene Modell, wo Google eben selber sagt, okay, mein Algorithmus wird das schon richtig berechnen, welchem Kanal ich die Attribution zuordne, die Konversion. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, nee, letzter Klick, das finde ich am besten, dann kann man hier letzten Klick einstellen. Oder eben auch erster Klick linear, da kann man sich dann so ein bisschen austoben. Und zu guter Letzt hier unten noch konfigurieren, ist eben, wie der Name sagt, hier kann man dann eben sämtliche Ereignisse konfigurieren. Man kann dann hier auch festlegen, welche Ereignisse sind denn für mich Conversions. Also man kann ein neues Ereignis anlegen. Und wenn man dann sagen will, okay, das ist für mich ein richtig wichtiges Ereignis, das soll eine Conversion darstellen, dann klickt man hier einfach diesen Bobble. Den kann ich jetzt nicht klicken, weil ich die Rechte im Google Analytics von Google eben nicht habe. Aber normalerweise klickt man dann hier einfach drauf und dann schiebt sich dieser Regler von links nach rechts und dann ist dieses Ereignis eben eine Conversion. Und hier kann man dann eben auch Zielgruppen festlegen, debuggen, also bei Konfigurieren, ja, wie der Name sagt, analysiert man eher weniger, sondern konfiguriert man dann eben konkret. Genau, vielleicht im Hinblick auf die Zeit. Wir zurück in die Präsentation. Wir haben heute noch ein paar Punkte vorbereitet, wie eben die Migration gut hinbekommen. Da noch ein paar Tipps. Deswegen würde ich mir den Bildschirm wieder schnappen. Nee, klar, macht Sinn. Zeit rennt davon. Genau. Jetzt vielleicht, wenn es um die Migration geht, welche Timeline, also welche, wann haben wir jetzt die Möglichkeit oder wann sollten wir migrieren? Da haben wir euch mal so drei Daten mit reingenommen oder drei Optionen, wann ihr genau migrieren könnt. Logischerweise das Beste. Der beste Zeitpunkt wäre quasi jetzt gewesen, also vor 20 Tagen im Idealfall, am 1. Juli, weil, wie wir schon am Anfang gehört haben, wird am 1. Juli 2023 eben die ganzen UR-Properties abgeschalten und so kann ich eben gewährleisten, dass ich halt einen Jahresvergleich habe, wie wir später noch sehen werden. Die zweite Option ist jetzt quasi, wenn ich mir jetzt noch Zeit lassen will und mich jetzt erst mit DR4 beschäftige, mich vielleicht erstmal einlerne, vielleicht eine Testumgebung aufbaue, ist Anfang des Jahres 2023, dass ich quasi zum Jahreswechsel DR4 übernehme und dann zum Jahreswechsel mit einem sauberen DR4-Setup loslege. Und die Risky-Version ist mehr oder weniger halt einfach dann gezwungenermaßen umzusteigen, wenn man halt keine andere Möglichkeit mehr hat, wenn Universal Analytics abgeschalten wird, und zwar Anfang Q3 2023. Bei der ersten Option, die eigentlich die beste oder die optimalste ist, aber die viele einfach aus zeitlichen Gründen jetzt sowieso nicht mehr hinbekommen werden, zumindest nicht mehr für den Juli, die bietet halt einfach die Möglichkeit, den kompletten Year-over-Year-Vergleich sicherzustellen. Das heißt, ich kann direkt Q3 2023 in Google Analytics 4 auch mit Q3 2022 direkt vergleichen. Bei der zweiten Option sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich die erste Möglichkeit, einen Year-over-Year-Vergleich zu machen in GA4 Anfang 23, beziehungsweise Anfang 24. Also ich kann Q1 mit Q1 2023 versus 2024 vergleichen, weil ich da eben erst mit GA4 gestartet habe. Trotzdem noch gut an dieser Lösung. Deswegen wird das wahrscheinlich die Lösung für die meisten sein, dass ich halt einfach noch diese Überschneidungsphase hier habe. Und während meine Universal Analytics Property noch läuft, beobachten kann, wie anders GA4 jetzt misst und wie anders sich die Daten verhalten. Ich springe jetzt ein bisschen schneller durch von Zeit. In der letzten Option, die natürlich sehr risky ist, wie gesagt, habe ich halt diesen harten Wechsel und kann halt vorher nichts vergleichen, keine Erfahrungswerte aufbauen. Also die würden wir auf keinen Fall empfehlen.
Die Frage lasse ich jetzt mal aus. Hier vielleicht noch Tipps oder die allgemeinen Schritte, wie kann ich das Ganze jetzt angehen für mein Unternehmen? Also das sind 5 Hauptschritte am Anfang. Das ist vermutlich der wichtigste Schritt, einfach seine Universal Analytics Property richtig zu auditieren, zu bewerten, welche Ereignisse habe ich da, was brauche ich überhaupt, was muss migriert werden, was ist vielleicht schon alt, welche Ressourcen habe ich sowohl intern, also in meinen Mitarbeitern, als auch extern, muss ich vielleicht eine externe Firma dazu holen, welches Budget steht mir zur Verfügung. Darauf aufbauen, definiere ich ein Business Requirements, also welche Anforderungen habe ich? Habe ich jetzt vielleicht 3 Domains, die eine eigene GA4 Property brauchen? Habe ich Integration zum Beispiel zu Google Ads oder muss ich datenschutztechnisch berücksichtigen? Dann die Technical Requirements, so benutze ich den Google Tag Manager oder den G-Tag? Habe ich E-Commerce, brauche ich dann Data Layer, solche Geschichten? Dann geht das Ganze über in die Phase der Implementierung. Also da implementiere ich das Ganze im Optimalfall erstmal in einer Testumgebung, wo ich halt Debugging und solche Geschichten durchführen kann, die Nutzerverwaltung und Administration in GA4 einstellen kann. Und dann im allerletzten Schritt übernehme ich das Ganze in einem Rollout und habe dann quasi mein Basis-Setup, kann darauf basierend Testings machen, Advanced Reports machen, also mehr Berichte mir anlegen, die ein bisschen Customer sind. Und dann eben auch meine Mitarbeiter in GA4 schulen. Deswegen ist das so ein großes Potenzial, die Migration wirklich mit Plan anzugehen und nicht einfach von Universal Analytics alles rüberzuziehen, was gerade geht, sondern wirklich damit Plan vorzugehen. Deswegen ist dieser erste Schritt so wichtig. Wie gehen wir bei dem Audit vor? Also der erste Schritt ist, wir auditieren, was habe ich in meiner Universal Analytics Property drin, welche Ereignisse, was ist überhaupt wichtig für mich und was wird überhaupt noch regelmäßig verwendet, weil oft ist es ja einfach so, dass manche Ereignisse, ja, die wurden mal vor 10 Jahren angelegt, aber die schaut sich heutzutage keiner mehr an. Darauf basierend wichtig ist, das Ganze zu reduzieren und wirklich drastisch zu reduzieren, dass wirklich nur das Wichtigste übernommen wird im ersten Schritt. Was brauche ich denn für einen guten Start? Was kann ich danach vielleicht noch nachziehen? Und wie gesagt, was ist vielleicht über die Jahre einfach im Universal Analytics gewachsen und ich brauche das Ganze vielleicht gar nicht mehr? Dann plane ich das Ganze. Wie übernehme ich das? Was brauche ich im Minimum? Und hat Google dafür schon vielleicht eine Empfehlung oder einen Standard vorgegeben? Google hat da so einen Hilfeartikel, der ist später nochmal verlinkt, wo Standardereignisse und empfohlene Ereignisse nochmal definiert werden. Und dann ganz im letzten Schritt implementiere ich das Ganze und schaue halt, wie ich das im Bestfall auch testen kann, nachdem es implementiert ist. Also genau. Somit startet ihr im ersten Schritt mit einer Basis, mit einem Basis-Setup von euren wichtigsten Elementen, die ihr vorher auditiert habt und stark runterreduziert habt und könnt dann on top of that eine Erweiterung machen im zweiten Schritt, wenn ihr sagt, ja, wir haben hier so Prio-B-Elemente, die können wir dann nach und nach nachziehen. Jetzt vielleicht noch mal eine kleine Checkliste, wie oder was genau man eigentlich alles migrieren kann, worauf man achten sollte. Das fängt an bei Ereignissen, ganz standardmäßig, aufbauend auf den Ereignissen habe ich ja Ziele, wie wir mit diesem Häkchen gesehen haben. Definitionen, also eure Custom Metrics oder Custom Dimensions. Content, habe ich verschiedene Content-Gruppen, die ich segmentieren will. Habe ich URL-Parameter, wie bei den Suchbegriffen in der Seite oder habe ich bestimmte UTM-Parameter, die anders einfließen sollen, wo ich was beachten muss. Filter ist logischerweise ein großes Thema. Da gibt es ja teilweise in manchen Universal Analytics Properties zig Filter. Habe ich Zielgruppen, die ich übernehmen will in GA4 für Remarketing-Listen etc.? Muss ich datenschutztechnisch was beachten? Welche Produkte habe ich integriert über Google Ads und mein Merchant Center? Kann ich die übernehmen? Dann sowas wie Integrationen in die Google Search Konsole oder halt in Google Ads, ganz normal. Und ganz am Ende dann oder ganz oben in der Hierarchie Administration, Nutzerverwaltung und Rechte. Hier nochmal ganz kurz der Vergleich, weil Ereignisse das Herzstück von Google Analytics 4 darstellen und ein sehr flexibles System darstellen. Ihr habt diese 6 automatischen Ereignisse, das sind die, die standardmäßig von Google gestellt werden, also diese Scroll, Page View und so weiter. Dann hat Google, wie gesagt, empfohlene Ereignisse für bestimmte Branchen, zum Beispiel ein Purchase-Ereignis, wie ihr das benennen sollt, was man vielleicht aufnehmen kann für einen Online-Shop. Und benutzerdefinierte Ereignisse sind quasi nur eure, die ihr selber euch überlegt.
Deswegen, weil Ereignisse einfach so wichtig sind in GA4, vor allem für die Migration, hier noch ein paar Tipps, was ihr bei der Migration von Ereignissen beachten solltet. Also ihr solltet euch an die vorgegebene Namenskonvention, vor allem aktuell noch, weil sich das alles in der Entwicklung befindet, auf jeden Fall halten. Und euch möglichst gut daran angleichen. Ihr solltet die Kleinschreibung nutzen. Underscore statt Bindestrich, so wie es Google in den Standards bisher macht. Ihr solltet vorher die Requirements definieren, also was brauche ich genau. Und dann, ihr könnt Ereignisse und Parameter für mehrere Ereignisse wiederverwenden, wie ihr gesehen habt in der Administration oder im Setup der Data Streams. Ihr müsst teilweise, das ist eine Besonderheit, wenn ihr bestimmte Ereignisse in Berichten sehen wollt, die registrieren, das dürft ihr nicht vergessen. Es gibt einen ziemlich coolen Debug-Mode in GA4 und die Echtzeitberichte, wie wir gesehen haben, sind ziemlich stark, so im Vergleich zu Universal Analytics, also nutzt die wirklich für euer Debugging und schaltet einfach Ereignisse nicht direkt immer zu Zielen um, weil es gibt eine neue Metrik, die sich Engagement-Rate nennt und die quasi die Absprungrate von Universal Analytics umgekehrt darstellt. Und wenn die Ziele blind anschaltet, dann kann es sein, dass die ungewünscht beeinflusst wird durch diese Einstellungen. Genau, so als Abschluss, als Fazit, was wir euch noch mitgeben wollen, neben den Tipps zur Migration, beschäftigt euch einfach mit GA4, was ihr ja im ersten Schritt mit diesem Webinar jetzt schon gemacht habt. Schaut euch die Unterschiede an, schaut euch an, welche neuen Potenziale GA4 vielleicht für euer Unternehmen bietet, wie zum Beispiel App, Streams. Ihr werdet nicht drum herum kommen, weil GA4 ist einfach die Zukunft und es wird stetig weiterentwickelt, aber ihr habt auch durch GA4 nochmal eine Chance auf ein wirklich cleanes Datensetup, wenn ihr gut runter reduziert habt bei dem Audit. Und geht auch wirklich die Migration mit einem guten Plan an, macht euch wirklich eine Checkliste, schaut euch die Ereignisse an, die ihr habt, die ihr braucht, bewertet diese, was für ein Aufwand ist es, die zu übernehmen und so weiter. Macht euch da wirklich ein hochwissenschaftliches Spreadsheet, packt da alles rein, lieber am Anfang mehr Energie reinstecken, als dann mehr zu migrieren und dann zu sagen, ja, das brauche ich gar nicht oder das ist eigentlich total sinnlos gewesen, das mitzunehmen. Deswegen geht die Migration auf jeden Fall mit einem Plan an. Genau, Benny, um jetzt vielleicht die Zeit nicht weiter auszustrapazieren, kannst du vielleicht die nächste Folie für mich einblenden? Na klar. Ich wollte mich auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken für die ausführlichen und fachlichen Insights. Ich denke, unsere Teilnehmer konnten da viel für ihr Unternehmen mitnehmen und bevor wir jetzt auf die Fragen eingehen, es sind einige hier in der Chatbox bei uns eingetroffen, möchte ich noch mal ganz kurz auf unser neuestes White Paper hinweisen, wenn du noch mal die nächste Folie genau einblendest. Hier habe ich euch den Download-Link in die Präsentation gepackt. Also da könnt ihr euch gerne zu dem Thema mal durchklicken. Genau. Ich würde jetzt einfach mal die Fragen vorlesen und dann könnt ihr gerne mal darauf antworten. Und zwar die erste Frage: Bei Google Analytics 4 Ereignissen werden bei vielen sicher die DSGVO-Alarmglocken losgehen. Wie seht ihr das? Vielleicht in Bezug auf was genau? Steht hier nicht. Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, was man mit den Ereignissen macht und was man trackt oder was man mit einem Ereignis belegt. Also ich glaube, ja, kann schwierig sein. Also ich würde das mal mit dem Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall abklären. Für uns ist jetzt gerade relativ schwierig immer das Thema Datenschutz, weil wir da nicht so richtig wirklich Empfehlungen geben können, weil sich da auch ständig was ändert. Aber an sich, ja, würde ich jetzt nicht einfach für alles blind ein Ereignis erstellen, sondern das gegebenenfalls erstmal abklären. Okay. Ich komme jetzt zur nächsten Frage. Falls das nicht ausführlich genug beantwortet wurde, könnt ihr euch gerne nochmal an uns wenden und eine E-Mail schreiben an marketing@eology. Dann beantworten wir gerne noch weitere Fragen im Nachgang. Die nächste Frage lautet, müssen alle Ereignisse für Web, iOS und Android separat angelegt werden oder kann man diese auch übernehmen? Ist eine gute Frage, tatsächlich. Also die Standardereignisse, die werden auf jeden Fall bei allen mit drin sein, also diese 6 Stück.
Bei den anderen ja, ist halt die Frage, weil das sind zwei verschiedene Arten von Data Streams, mehr oder weniger, wenn ich jetzt eine Web habe und ja, eine Android oder iOS. Weiß ich nicht, Julian, weißt du da mehr? Ich weiß jetzt auch gerade die Frage nicht so ganz. Also man kann, das hast du ja gezeigt, auf jeden Fall auch, wenn man will, einfach alle Ereignisse übernehmen. Aber ob das halt sinnvoll ist, ist eben die Frage. Ja, ich glaube, die Frage bezieht sich wirklich darauf, dass du zwischen einem Web-Data-Stream und einem, sagen wir mal, Android-Data-Stream Ereignisse übernimmst quasi. Also diese ganzen Data-Streams laufen ja in dieselbe Property ein. Mhm. Das heißt auch, die Ereignisse werden dementsprechend aufgezeichnet und ich kann halt dann in den Berichten selektieren, ob es ja ein App-Nutzer war oder halt ein ja, ganz normaler Web-Nutzer. Das heißt, die meisten Ereignisse müssten eigentlich übergeordnet verfügbar sein, zumindest die 6 Standard-Ereignisse. Ja, hätte ich dann auch gesagt, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Okay, dann komme ich jetzt zur nächsten Frage und zwar etwas allgemeiner. Bietet Google Seminare oder Webinare an, um ein grundlegendes Verständnis für die hauseigenen Programme zu bekommen? Könnt ihr da was zu sagen? Also mit hauseigenen Programme einfach GA4 gemeint ist. Es gibt ja die Google-Zertifikate, da gibt es ja mittlerweile, die wurden ja auch um GA4 ergänzt, glaube ich. Das ist auch ein guter Einstieg, um sich da einfach mal reinzulesen, ein bisschen Insights zu bekommen. Aber eigentlich so die beste Variante ist eigentlich Learning by Doing. Also macht euch einfach vielleicht eine Test-Property oder so. Schaut einfach in diesen Google Merchandise Store, da kann jeder darauf zugreifen. Klickt euch da rum, da könnt ihr auch nichts kaputt machen. Schaut euch die Berichte an. Das ist, glaube ich, so am besten, dass man lernt, wenn man das wirklich aktiv benutzt. Gut, vielen Dank für die Tipps. Ich komme direkt zur nächsten Frage, vielleicht ein bisschen spezifischer in Bezug auf Datenschutz. Wie seht ihr die derzeitige Situation, Einsatz von Google Analytics im Zusammenhang mit EU-Datenschutzverordnung? Puh, das ist eine sehr spezielle Datenschutzfrage. Ja, kann ich speziell jetzt keine Aussage dafür treffen. Knifflig, ja. Also ich kann nur sagen, dass es bei uns, bei vielen Kunden auch ein Thema ist auf jeden Fall und dass alle gerade ein bisschen nervös sind, zumindest ob man Google weiterhin nutzt oder ob man jetzt bei Google oder Universal Analytics abgeschaltet wird, den Absprung macht und was anderes nimmt wegen dem Datenschutz. Ja, ist ein bisschen knifflig gerade, weil man nicht so richtig weiß, wie sich das jetzt alles weiterentwickeln wird. Deswegen. Ich komme dann direkt zur nächsten Frage. Es fliegt auch eine nach der anderen hier in die Chatbox rein. Wird Google Analytics 4 einmal kostenpflichtig zur Verfügung gestellt? Wie ist eure Einschätzung dazu? Also ich glaube, was ich mir vorstellen kann, weil die BigQuery-Verknüpfung zum Beispiel, das gab es ja im Universal Analytics nur, wenn du die 360-Version hattest, also die wird meiner Meinung nach irgendwann kostenpflichtig werden, weil das ist aktuell noch so ein Log-Feature von Google, damit du halt GA4 so möglichst schnell implementierst, aber ich glaube, die allgemeine Property, weil es ja auf Universal Analytics aufbaut, wird, glaube ich, nicht kostenpflichtig werden, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich komme dann direkt auch zur nächsten Frage. In der Universal Analytics Version haben wir unsere unterschiedlichen Domains in einer Property mit jeweils einer Datenansicht pro Domain, schreibt hier der anonyme Zuschauer. Diese Datenansicht scheint es in Google Analytics 4 nicht mehr zu geben. Wie ist hier die Empfehlung, um die Daten pro Domain übersichtlich einzusehen? Genau, so das stimmt. Es gibt keine Datenansichten so im klassischen Sinne mehr in Google Analytics 4. Es gibt halt jetzt diese Data Streams, die ich für eine Domain einzeln definieren kann. Also ich kann jetzt sagen, ich habe einen Data Stream von Domain 1, noch einen Data Stream vom Typ Web für eine Domain 2 und die kann ich dann, also die laufen dann in ja die Berichte mit ein. Okay. Bist du fertig mit deinem Satz? Ja, Julian, willst du vielleicht noch ergänzen? Oder weil ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe nur überlegt, ob die Daten dann tatsächlich alle in dieselben Berichte einfließen und man dann im Nachgang nochmal filtern muss für die einzelnen Data Streams, weil man die ja nicht einzeln selektieren kann. Genau, das war jetzt nämlich auch, wäre mein Punkt gewesen. Ich glaube, das wird ein Ticken aufwendiger, weil man das dann erst
filtern müsste, beziehungsweise da dann eben sich Google Analytics so weit anpassen müsste, dass man da vernünftig die Domains dann trennen kann und da dann gute Auswertungen fahren kann. Also das ist auch noch so ein Vorteil von Google Analytics 4, dass man sich das an die eigenen Bedürfnisse hervorragend eben anpassen kann. Und das wäre dann vermutlich so ein Fall. Okay, vielen Dank. Ich komme direkt auch wieder zur nächsten Frage. Und zwar schreibt hier ein Teilnehmer, gibt es irgendwelche Unterschiede zu Universal Analytics und Google Analytics 4 bezüglich des Datenschutzes, außer dass User-IPs standardmäßig anonymisiert sind? Also Google Analytics 4 wurde ja im Zuge der aktuellen Entwicklungen so entwickelt von Google, auch des Datenschutzes, dass da, wie es Julian schon am Anfang sagte, das Cookie-less Tracking ja definitiv besser verfügbar sein wird als in Universal Analytics. Aber konkrete Unterschiede? Nee, ich glaube, außer der IP-Anonymisierung jetzt nicht wirklich. Also Standard jetzt erstmal noch nicht, aber ich denke, Google wird sich also vor allem, muss ja auch Google Analytics 4 in diese Richtung entwickeln, dass man im Datenschutz und vor allem mit dem Cookie-less Tracking konformer ist einfach. Okay, ich komme wieder zu einer etwas spezifischen Frage. Und zwar fragt ein Teilnehmer, wie man sich das Datum der jeweiligen Conversion im Bericht oder in der Analyse anzeigen lassen kann. Gibt es diese Möglichkeit aktuell noch nicht im Google Analytics 4? Ui, sehr spezifische Frage. Da müsste ich mich jetzt auch erstmal reinklicken, aber müsste, glaube ich, schon vorhanden sein. Also würde mich jetzt überraschen, wenn nicht. Vielleicht können wir da im Nachgang nochmal, kann sich derjenige bei uns melden, dann kannst du ihn vielleicht nochmal unterstützen. Genau, das ist ja einfach so, was man am besten visuell auch zeigt. Genau. Das jetzt irgendwie so zu erklären, wo du hinklicken musst, ist, glaube ich, gar nicht so sinnvoll. Genau, also anonymer Zuschauer, wenn du noch da bist, melde dich gerne an unsere E-Mail-Adresse marketing@eology.de, dann können wir dir vielleicht da noch weiterhelfen. Genau, wir kommen zur nächsten Frage. Sollte man sich durch die nicht vorhandene DSGVO-Konformität nicht auch nach Alternativen umsehen? Also in Erwägung ziehen, definitiv, abwägen, ob jetzt eine Migration zu GA4 das Sinnvollste ist, eben um auch diese Sicherheit zu gewährleisten, ob vielleicht ja Google noch mehr größere Probleme mit der DSGVO bekommt, jetzt vielleicht doch umzusteigen im Zuge dessen, weil Universal wird sowieso abgeschaltet, dann kann ich mir auch indirekt ein anderes Tool mehr angucken. Also in Erwägung ziehen würde ich es auf jeden Fall. Genau, das ist halt aber dann eine ganz andere Logik, nach der das folgt. Also in den meisten Fällen wird es schon Sinn machen, zu GA4 zu migrieren. Genau, würde ich nämlich auch sagen, weil ich glaube, so ein Wechsel, der ist oft mit ziemlich viel Kosten und Aufwand verbunden. Also das sollte man auch nicht unterschätzen, dass man mit Google Analytics da schon echt ein gutes Tool hat, vor allem auch ein kostenloses Tool. Und wenn man da ein äquivalentes Tracking-Tool haben möchte oder Analytics-Tool, dann kostet das teilweise schon relativ viel Geld zum einen und zum anderen ist die Implementierung dann auch oft richtig komplex. Also okay. Na klar, wie Benni gesagt hat, gerne mal über den Tellerrand hinaus gucken, aber ja. Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Ich komme zur vorletzten, ja, nicht mehr vorletzten Frage. Es kommt eine nach der anderen hier rein. Ein Teilnehmer fragt, macht Google Analytics 4 den Cookie Consent Banner überflüssig, da es sich ja nominell um Cookie-less Tracking handelt? Nee, ist nicht überflüssig. Also ihr müsst die Definition, wie überhaupt getrackt wird, logischerweise, sei es jetzt über den Tag Manager oder direkt hardcoded auf der Seite, müsst ihr logischerweise nach derselben Logik vornehmen, wie vorher auch bei Universal Analytics. Nur einzig diese Anonymisierung von den IPs wird halt standardmäßig in GA4 drin sein. Gut, wir kommen ja jetzt zur vorletzten Frage und zwar hier eher auch wieder eine allgemein gehaltene Frage. Wie funktioniert das Cookie-less Tracking? Ich weiß nicht, ob ihr das kurz umschreiben könnt. Puh,
Das ist eine sehr technische Frage. Würde ich fast im Nachgang beantworten. Also gerne auch nochmal im Nachgang eine E-Mail an uns schicken. Da kümmern sich die Experten dann darum. Genau, vor allem da gibt es ja auch noch nicht so, also es ist ja in Planung, dass es mehr kompatibel ist mit dem Cookie List Tracking, das vielleicht zu der Frage gesagt, als Universal Analytics, einfach weil sich der ganze Markt und das ganze Web in die Richtung entwickelt und Google da logischerweise mitziehen muss. Konkret, ja, erklären. Ja, können wir im Nachgang machen. Genau. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Es geht wieder um das Tracking bei Google-less Tracking. Jetzt kann ich nicht mehr lesen. Bei Cookie-less Tracking muss der Besucher dem Tracking ja auch zustimmen, dass er getrackt wird. Mit Cookie konnte das zum Beispiel mittels Cookie-Bot abgefangen werden. Wie soll der User bei Cookie-less zustimmen? Also funktioniert mehr oder weniger nach demselben Prinzip. Also du hast deinen Consent-Banner dort erfolgt eben die Einwilligung, ob Google Analytics 4 tracken darf oder nicht. Und je nach dieser Einwilligung, die ja meistens in den Data Layer einfach gepusht wird als Variable, kannst du das da dann zum Beispiel über User-Centrics oder Cookie-Bot so feuern deine Google Analytics 4 Tags. Ich meine, Cookie-Tracking wird halt in dem Fall kein Cookie gespeichert, explizit mit Nutzerdaten, die dann halt für Werbung und sowas genutzt werden. Aber die reine Logik des Consents ändert sich in dem Fall nicht, weil es ja nicht nur an Cookies hängt. Okay, ich denke, wir haben hier ausführlich alle Fragen, die in die Chatbox gestellt wurden, beantworten können. Falls jemandem noch eine Frage einfällt, wie gesagt, die E-Mail-Adresse habe ich jetzt einige Male genannt, könnt ihr gerne nochmal eine E-Mail an uns schicken. Wir beantworten das im Nachgang. Ich sehe die Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe aber, dass alle Teilnehmer hier wichtige Infos mitnehmen konnten. Ich denke, da konntet ihr ausführliche Infos zu geben. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, bei unseren Speakern und schön, dass ihr alle dabei wart und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr euch mit uns auf den sozialen Netzwerken vernetzt. Und mehr bleibt mir nicht zu sagen als Danke und wir sehen uns beim nächsten Mal.